Guten Tag, liebe Deutschlernenden. Das Thema von heute ist Wirtschaft. Und dabei geht es um zwei Bestandteile. Zuerstens Währungsreform, einschließlich Hintergrund, Überlegungen, Auswirkungen und die Maßnahmen von Währungsreform. Und zweitens soziale Marktwirtschaft. Ja. Und wer hat die soziale Marktwirtschaft gegründet? Ja, welche Unterschiede, welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen freier Marktwirtschaft und sozialer Marktwirtschaft? Ja, und zuletzt, welche staatlichen Aufgaben gibt es in der sozialen Marktwirtschaft? Okay, jetzt fangen wir an mit dem Hintergrund, mit dem historischen Hintergrund vom Währungsreform in der Bundesrepublik Deutschland. So, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war Deutschland zerstört. Die Reichsmark war nichts mehr wert. Die Menschen hatten Hunger. Jeder Bürger bekam seine Lebensmittel nur auf Bezugsschein. Das reichte aber kaum zum Überleben. Preise wurden zentral festgesetzt. Die Produktion wurde gesteuert. Wer etwas mehr als die offizielle Ration haben wollte, musste dafür auf dem Schwarzmarkt astronomische Summen bezahlen oder tauschen. Da blühte in Deutschland der Schwarzhandel. Ja. So, dann haben die Politiker in Deutschland sich überlegt, was kann man dagegen tun? So, das ist Ludwig Erhard, der damalige Wirtschaftsminister. Er glaubte an die Kreativität und den Erfindungsgeist der Deutschen. Wenn die Menschen erst einmal wieder Vertrauen in die eigene Währung hatten, so sein Kalkül, würde der Schwarzmarkt verschwinden, wären die Schaufenster wieder voll. Daher hat er die Währungsreform eingeleitet. Ludwig Erhard hatte Amerikaner und Engländer nicht gefragt. Ja, da liest man auf der Titelseite von der Zeitung Die Welt: Deutsche Mark, die neue Währung, ab Montag eingeführt. So, am 20. Juni 1948 hat Deutschland nicht nur die deutsche Mark eingeführt, sondern auch die Preisbindung aufgehoben. Die Siegermächte waren für die D-Mark. Sie hatten die vielen Geldscheine in Amerika gedruckt und nach Deutschland geschafft. Die neue Währung, D-Mark, sollte den Menschen Vertrauen geben, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Und welche konkreten Maßnahmen gab es damals und welche Auswirkungen? So, jeder Deutsche bekam am Tag 1 der Währungsreform 40 Mark Kopfgeld. Sparguthaben in der alten Reichsmark wurden getauscht. Für 100 Reichsmark gab es 6,5 D-Mark. Löhne und Mieten wurden im Verhältnis 1:1 umgestellt. Als Folge, so das Wunder geschah. Über Nacht holten die Händler ihre Waren aus dem Verstecken. Man konnte wieder einkaufen. Plötzlich gab es Bohnenkaffee und Südfrüchte. Selbst ein Volkswagen wurde innerhalb von 8 Tagen geliefert, wenn man 5.300 D-Mark bezahlen konnte. Das Entscheidende war das Vertrauen in die neue Währung. Das war der Grundstock für das Wirtschaftswunder. Die Schwarzmärkte trockneten über Nacht aus.
und die Unternehmen weiteten die Produktion aus und die Wirtschaft kam wieder in Gang. Okay, so jetzt werden die Väter der sozialen Marktwirtschaft kurz vorgestellt. So, Ludwig Erhard und Alfred Müller-Amack. Ja, so, links Ludwig Erhard und rechts Alfred Müller-Amack. So, sie waren beide Wirtschaftsprofessoren. Sie entwickelten das Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Sie wollten die Vorteile der freien Wirtschaft fördern und deren Nachteile durch klare Regeln eindämmen, das heißt beschränken. Sie beendeten über Nacht die strenge Regulierung der Nachkriegswirtschaft mit der Währungsreform am 20. Juni 1948, plädierten stark für die freie Preisbildung. Aber die Freiheit des Einzelnen sollte nicht grenzlos sein. Ludwig Erhard und Alfred Müller-Amack schufen Wettbewerbsregeln gegen Kartell und zu viel Macht der Anbieter. Sie erlaubten Arbeitnehmern und Unternehmern, sich zusammenzuschließen und die Löhne in Tarifverhandlungen zu finden. Und die Geldpolitik wurde unabhängig und bei der Bundesbank angesiedelt, die auch für die Bankenaufsicht zuständig wurde. Nun geht es um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den zwei Wirtschaftsordnungen. So, in der freien Marktwirtschaft gibt es privates Eigentum. Die Unternehmen produzieren, was die Menschen nachfragen. Die Preise bilden sich im Spiel von Angebot und Nachfrage. Es gibt wenig Regeln, deshalb steigt die Produktivität in der Regel rasch, der Wohlstand auch. Aber dieses System führt leicht zu erheblicher Ungleichheit. In der sozialen Marktwirtschaft ist es anders. Soziale Marktwirtschaft setzt auf Markt, Privatinitiative, Stabilität und Wettbewerb. Sie beruht auf einer gemeinsamen Verantwortung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Sie verhindert, dass der Mensch spielbar wirtschaftliche Macht wird und sorgt für soziale Sicherheit. Der Staat ist verantwortlich für die Einhaltung der Spielregeln der sozialen Marktwirtschaft. Der Staat greift in der sozialen Marktwirtschaft aktiv in die Wirtschaft ein. Der Staat betreibt Wettbewerbspolitik. Staatliche Eingriffe wie Gesetze und Kontrolle sollen den Wettbewerb zum einen fördern und zum anderen schützen. So soll Monopolbildung und Preisabsprache verhindert werden. Durch eine aktive Konjunkturpolitik soll die wirtschaftliche Lage des Staates die Konjunktur beeinflussen. So sollen Konjunkturschwankungen minimiert werden, um möglichst gleichmäßiges Wirtschaftswachstum zu schaffen. Und Einkommens- und Vermögenspolitik haben zum Ziel, das Vermögen gerecht zu verteilen. Und der Staat betreibt auch Sozialpolitik, um Bedürftige zu unterstützen. Dazu zählen Sozialleistungen aus dem Sozialversicherungssystem. Um soziale Gerechtigkeit zu erzielen, zahlen Besserverdienende mehr als Geringverdienende. Mit diesen Maßnahmen soll schwächere Bevölkerungsmitgliedern geholfen werden. Für schwächere Regionen und Wirtschaftszweige gibt es auch Unterstützung.
Durch Strukturpolitik erhalten schwache Regionen und gefährdete Wirtschaftszweige wie Bergbau und Landwirtschaft Subventionen, um Arbeitsplätze zu schützen. Es gibt noch öffentliche Unternehmen wie Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Theater und Verkehrsbetriebe. Diese sind wichtig für ein Land. Ihre Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung wird staatlich unterstützt. Okay, welche Aufgaben hat der Staat in der sozialen Marktwirtschaft? Der Zweck des Staates in der sozialen Marktwirtschaftsordnung liegt zunächst in Selbstbestimmung und Freiheit. Persönliche Selbstbestimmung und Freiheit des Einzelnen in vielen Bereichen. Der Staat bestrebt Wohlstand für alle, nicht nur für ein paar wenige Leute. Und noch die soziale Absicherung im Fall von Arbeitslosigkeit soll die Existenz nicht gefährdet werden. Und zuletzt soziale Gerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit und Solidarität. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. 本讲学习就到这里，下次再见。